So, da waren wir wieder. Und wir haben ja beim letzten Mal die Skarabäen endlich mal beiseite geschafft. Und die Steinkugel. Also nochmal. Holen wir das Vieh erstmal wieder hier raus. Das braucht mir irgendwas, damit die Löcher da versperrt oder was auch immer. Uraltes Handrad, magischer Empfängerspiegel, das sieht eigentlich gut. Ja, ist ja gut. Der sieht relativ groß aus, den könnte. Nein, kann es nicht, okay. Beschlagener Holzhammer. Muss jetzt ein bisschen rumprobieren. Hier, für dich. Wir haben immer noch eine schwere Holzplanke. Hier, für dich. Obwohl die da eigentlich kaputt gegangen, müsste eigentlich kaputt gegangen sein. So, gucken wir mal, ob wir mit den Sachen irgendwas machen können mit dem Vieh, während wir hier da drin sind. Also nochmal. Schlüpfe unter der Tür hindurch. Mit Holzhammer können wir nichts machen, okay. Die richtige Kombination kennt das Vier schließlich nicht. Ansonsten, wir können uns die Löcher nur angucken. Das kleine Loch in der Wand. Warte mal. Das Rad. Hier, kannst du vielleicht besser gebrauchen als ich. Lupto. Also nochmal. So, na bitte. Haben wir das auch endlich mal geöffnet? So, aber wir kommen immer noch nicht daran, ne? Pitstop. Na, vielleicht können wir den Dingsterbumster fragen, wie das da aufgeht. So, wir können uns jetzt nochmal umgucken. Steintruhe. Ist das ein weiterer Sarkophag oder sowas? Nein, das ist eine Werkzeugtruhe. Ziemlicher Aufwand, um ein paar Werkzeuge zu verwahren, oder? Lorem Ipsum wurde mit Wissen und diesen Werkzeugen erbaut. Wir verehren sie. Weißt du, wie man die Truhe öffnen kann? Du musst den richtigen Code einstellen. Er lautet gelb, rot, rot, blau, grün. Du erinnerst dich daran? Warum sollte ich nicht? Verschiedene Hämmer, ein Zirkel, ein Lot. Nicht sehr beeindruckend. Was ist das? Das ist nur ein Standard-Zeitmanipulator. Du solltest lieber das Lot mitnehmen. Zeitmanipulator? Er hält in einem kleinen Bereich die Zeit für ein paar Sekunden an. Praktisch, wenn man Arbeit an sich schnell bewegenden Teilen verrichten muss.
Aber mit einem Lot kannst du Sachen genau senkrecht zum Erdboden bauen. Das ist... Ich glaube, ich bleibe bei dem Zeitmanipulator-Dings. Der kann durchaus ein bisschen... Der kann da helfen. Verdächtig aussehende Löcher in der Wand. Da hinten ist irgendein Hebel. Ist bestimmt wichtig. Nett. Das könnte funktionieren. Ob ich die stacheligen Mistdinger einfach aus der Luft pflücken kann? Nur wenn dir das Gift nichts ausmacht, in dem sie getränkt sind. Vielleicht kann ich mich irgendwie hindurchschlängeln. Ich könnte dort und dann hier. Man müsste schon ein Schlangenmensch sein, um durch die Kugeln zu kommen, ohne eine davon zu berühren. Gut, gehen wir dem Vieh die den Zeitmanipulator. Auch nichts. Ich wollte mir das Ding hier nur mal genauer ansehen. Hier, nimm den Zeitmanipulator. Aber schön vorsichtig und nicht damit auf Leute zielen. So, Vieh weiß er schon. Friere die Kugeln ein. Wechseln wir mal auf Nate. Ah, verdammt, das bringt uns nicht weiter. Jetzt brauchen wir jemanden, der die Scheibe ja noch dreht. Das heißt, wir brauchen unbedingt noch Ivo dafür. Das heißt, das können wir nur zu dritt machen. Na super. So, wir haben jetzt hier schon fast alles gelöst mittlerweile. Jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wie wir die Mutter von Ivo da loswerden wieder. Oder zur Besinnung kriegen. Wenn es nicht funktioniert, war es das mit mir. Nicht wehtun. Du musst dir das hier ansehen. Du! Du hast meinem Baby das angetan. Hab ich nicht. Und du solltest dir das hier ansehen. Deine Enkel. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Beate, halt mal deine Kinder im Zaum. Du willst die Zukunft sehen und wissen, was du ihr angetan hast? Ich zeige es dir. Warum fragt ihr Oma nicht, ob sie euch eine Geschichte erzählt? Du sollst mich nicht Oma nennen. Eine Geschichte! Eine Geschichte! Willst du sie hier wirklich gefangen halten, sodass sie dich für den Rest deines Lebens hasst? Oma erzählt die besten Geschichten! Also schön. Was für eine Geschichte wollt ihr denn hören? Nein. Ich habe einmal für Ivo entschieden, weil ich dachte, es wäre das Beste für sie. Es hat mir das Herz gebrochen und es war falsch. Nur einer sollte über Ivos Leben entscheiden. Ivo. Ich warte draußen.
ist geschehen? Du hast mich betäubt. Mach nicht so schnell, Liebes. Wie viel Zeit ist vergangen? Nur wenig. Der Mensch ist noch hier. Er wartet draußen. Nate ist noch hier? Er hat mich überzeugt, dich aufzuwecken. Ivo, ich wollte das nicht. Man kann gute Intentionen haben und trotzdem das Falsche tun. Und Entschuldigungen machen es nicht ungeschehen. Nein, das tun sie nicht. Man kann nur versuchen, es wieder gut zu machen und muss darauf hoffen, dass einem verziehen wird. Ivo! Leb wohl. Was dauert denn da so lange? Ich habe das hier geholt. Rutsch, rutsch, Ivo! Bist du in Ordnung? Alles klar. Papa meinte, das ist zum guten Teil dein Verdienst? Ich wollte dich nicht einfach da liegen lassen. Und wo ich gerade dabei war, habe ich Lorem Ipsum entdeckt. Dann hilfst du mir, Alistair zurückzuverwandeln? Was heißt hier dir helfen? Das Vieh und ich haben all die Arbeit gemacht, während du geschlafen hast. Oh, du... Au! Wir holen Alistair zurück, mehr nicht. Das ändert nichts, in Ordnung? Nichts anderes will ich. Und jetzt endlich weg hier. Bring Abstand zwischen mich und meine Mutter. Du hast es gehört, Vieh. Leinen los. Na bitte, es war doch ganz einfach. Leinen los. So, dann wollen wir doch mal. Beeindruckend. Habt ihr all das freigelegt? Wir hatten Hilfe. Wen? Er wartet in der Pyramide, deren Eingang Vieh und ich ganz alleine geöffnet haben. Darf ich vorstellen, die Mumie. Oh nein, nein, nein. Mortimer? Ich werde nicht mit dir reden. Ihr kennt euch? Wir kennen uns. Ich weiß nicht, was sie hier tut, aber um meiner geistigen Gesundheit willen werde ich sie ignorieren. Ihr kennt euch tatsächlich. Was hat sie denn? Auch sie hat gar nichts. Sie ist nur eingeschnappt, weil sie schwanger ist. Von wem auch immer. Mensch, du sollst in den Raum reinrennen. Das ist manchmal ernsthaft. So, dann gehen wir als nächstes aufs Vieh. Nein, du rennst nicht da rein, du rennst da rein und machst... Und machst... Ah, jetzt rennt er erstmal wieder, natürlich. Ich würde sagen, es ist überhaupt nicht buggy. Eine schwere Steintür, verschlossen mit einem ausgeklügelten Mechanismus, wie mir scheint. Ich glaube, beide Steinstifte müssen zurückgezogen werden, um die Steinscheibe, die die Tür verschließt, drehen zu können. Das haben wir gerade getan. Eine schwere Steintür. Ich glaube, eine schwere... Ich glaube... Nee, den Lebensfunken können wir nicht da reingeben. Warum können wir das Ding jetzt nicht einfach aufdrehen? Fehlt da noch irgendwas? Die 2 Stifte sind zurückgezogen. Oder müssen wir Ivo ein zu den Dingern schieben lassen?
Nate ist kein Freund von Knobelaufgaben. Denken ganz allgemein fällt ihm nicht leicht. Aber was immer das hier mal war, er scheint es gelöst zu haben. Nate hat unseren guten Freund hier auf dem Rücken, dann wollen wir mal. Ach, jetzt springen sie einfach drüber. Das war's. Wow. Die Grabkammer des Pfarrer Ototot. Ja, das ist er. Habt ihr jemals so einen hässlichen Kerl gesehen? Dann ist das da wohl das Buch der Toten. Sieht so aus. Holen wir es und dann nichts wie raus hier. Nein! Oh, klar. Ich wollte nur gucken. Wow, das ist beeindruckend. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir sowas früher hatten. Ihr habt mich konstruiert, ehrwürdiger Tut-Tut. Ehrwürdiger Tut-Tut? Ja. Du bist Pharao Tut-Tut? Scheint so. Hey du! Befreie mich von dem hier. König Tut ist wieder da. Hurra! Wie dem auch sei. Ich schätze, es ist okay, wenn wir das Buch der Toten jetzt mitnehmen. Wie kommst du darauf, Sterblicher? Ich bin nicht Gottkönig der Wüste geworden, indem ich meine Sachen verschenke. War ja klar. Na super, jetzt müssen wir mit dem Tut-Tut noch reden, oder was? Schaut ihn euch an. Sitzt da wie ein Pharao. Hi. Sei gegrüßt, Untertan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du vor der Pyramide vom verrückten Pharao Tut-Tut gesprochen hast. Daran würde ich mich doch wohl erinnern. Als wir hier reinkamen, hast du dich selber hässlich genannt. Und ich würde das Wort des Pharao nie anzweifeln. Du bist verrückt und hässlich. Wo bin ich? Ich hätte nicht gedacht, dass es zu deiner Zeit schon Golems gab. Natürlich gab es sie. Ich habe sie erfunden. Wie hätten wir ohne riesige lebende Steinstatuen die Pyramiden errichten sollen? Mit Seilen, Schlitten und viel Muskelkraft? Immer wenn ich eine Golem-Geschichte höre, endet sie in einer Katastrophe. Ach was, wenn man sie weise und maßvoll einsetzt, passiert nichts. Unser blühendes Lorem Ipsum da draußen ist der Beweis dafür. Das Buch der Toten. Du hast es, ich brauche es. Was genau willst du mir damit sagen? Findest du nicht, dass du mir etwas schuldest? Dir etwas schulden? Ohne mich wärst du nie hier reingekommen. Ich habe die Pyramide geöffnet, ich habe zusammen mit meinen Freunden das Tor zur Grabkammer geöffnet. Ich habe dich sogar die Hälfte der Zeit auf meinem Rücken herumgetragen. Kennen wir uns? Auf Wiedersehen, Sonne der Wüste. Was? Wer? Ein Brett mit 5, 9, 16 Kugeln, die eine Art Pyramide bilden. Keine Ahnung, was das ist. Ein Brett, keiner. Okay. Der Tunnel ist eindeutig neueren Datums als der Rest hier. Ich vermute, dass es Mortimers Weg hier raus war, nachdem die Steinkugel ihm den Rückweg versperrte. Ich schau mal, wo der Tunnel hinführt. Hätten wir früher von dem Gang gewusst, hätte uns das einige Mühe erspart. MacGuffin wollte die Grabkammer vielleicht vor Grabräubern schützen. Oder er wollte seinen privaten Zugang, um die Kammer später selber ausräumen zu können. Aha. Aber wir gehen trotzdem mal in die Grabkammer, um einfach nur zu checken, was hier noch so rumliegt. Hm.
Ivo? Ja? Bis später. Okay, bis dann. Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann da. Ciao.